Ja, mit ein paar tausend Fake-Identitäten kann man als bezahlter Kampfposter ganz viel Geld machen. Das hat das Magazin Datum recherchiert. Ja, vielleicht sollte ich das auch machen. Das wäre doch ein Geschäftsmodell. Immer so ein paar bezahlte Sätze einstreuen, beispielsweise einen wie diesen. Also, ich habe mir vor einem Jahr die Hormonspirale Mirena einsetzen lassen und ich muss sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Jetzt sind ja wieder alle ganz aufgeregt, weil EU, Europa im Allgemeinen und die Eurozone im Besonderen sind wieder an der Schwelle zu einer Rezession. Wachstumsraten von gerade mal 0,5% und das auch nur rein statistisch, also in Wirklichkeit irgendwo bei Null. Und das jetzt schon seit 2007, 2008, also bald 7 Jahre lang. Ja, wir sind, so wie das formuliert wird am knalligen Cover vom Magazin Format diese Woche, in einer neuen großen Depression. Und die Dramatik von all dem zeigt sich, wenn man sich die Konjunkturentwicklung seit 2008 ansieht. Da gab es einen dramatischen Absturz nach der Finanzkrise, dann eine leichte Erholung bis 2011 aufgrund staatlicher Konjunkturprogramme, weil alle Regierungen plötzlich auf keynesianische Antikrisenpolitik gesetzt haben und dann die scharfe Wende, nachdem Merkel und Co. in EU-Europa die Austeritäts-, also die Sparpolitik durchgesetzt haben. Deren Ergebnis war die längste Rezession der Geschichte. 6 Quartale, 18 Monate in Folge ging es bergab. Dann eine ganz leichte Erholung, eigentlich nur eine statistische Erholung raus aus der Rezession und jetzt wieder seit mehreren Quartalen praktisch Wachstum null und die Wirtschaftsleistung noch immer unter dem Niveau von 2008. Und ich muss ja echt nicht immer recht haben. Also ich bin ja manchmal ganz froh, wenn ich nicht recht habe. Aber leider hatte ich recht, habe ich ja immer gesagt. Und nicht nur ich, sondern viel gescheitere und fachkundigere Leute als ich haben das auch gesagt. Austerität funktioniert nicht. Und weil man da auch gerne sagt, Budgetkonsolidierung und Schuldenabbau und damit auch die Austeritätspolitik, die sind notwendig wegen der Enkel. Noch die Enkel, die werden unter den Schulden ächzen und leiden. Ja, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Woran sie aber ganz gewiss leiden werden, ist das, was wir an wirtschaftlichen Möglichkeiten oder an wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder jetzt kaputt machen. Und das sieht man sehr genau, wenn wir uns diese Kurve nochmal ein bisschen anders ansehen. Wenn das die normale ökonomische Entwicklung vor 2008 war und wir die nochmal mit so Durchschnittswachstumsraten, wie man die heute so hat, in schwachen Prosperitätsphasen weiterzeichnen und dann nehmen wir nur an, was reine Fiktion ist, es würde jetzt mit Prosperität losgehen, dann ist diese Differenz das, was nie wieder aufgeholt werden kann, das, was wir unseren Enkeln aufbürden. Das vermachen wir denen an eingeschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten und diese Differenz wird nie wer irgendwer aufholen. Jetzt hinterlassen wir ihnen Schulden und eine ökonomische Ruinenlandschaft, also super gelaufen. Und ich will ihnen hier noch in Erinnerung rufen und vorlesen, einen Text. Eigentlich ist es ein Manifest, eine Art Manifest, das der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble 2011, also als es darum ging, diese Austeritätspolitik in Europa durchzusetzen, in der Financial Times veröffentlicht hat. Da schreibt er, und ich glaube, der Text war überschrieben mit, warum Austerität der einzig richtige Weg für Europa ist. Und das ist eben aus dem Jahr 2011. Also in einem gewissen Sinne ist das auch eine Prognose, von der wir heute schon sagen können, was richtig und was falsch war. Das Rezept ist so einfach, wie es schwierig ist, in die Praxis umzusetzen. Die westlichen Demokratien und andere Länder mit hohen Schuldenniveaus und Defiziten müssen ihre Ausgaben kürzen, ihre Einnahmen erhöhen und die strukturellen Probleme ihrer Ökonomien in den Griff bekommen. Wie schmerzhaft das politisch auch sein mag. Es gibt die Sorge, dass fiskalische Konsolidierungen, kleinerer öffentlicher Sektor und flexiblere Arbeitsmärkte die Nachfrage in diesen Ländern in kurzer Frist unterminieren würden. Ich bin nicht überzeugt davon, dass dies wirklich der Fall sein würde, aber sogar wenn es der Fall wäre, müsste man eine Abwägung treffen zwischen dem kurzfristigen Schmerz und dem langfristigen Nutzen. Dieser wird den kurzfristigen Einbruch der Nachfrage aufwiegen. Interessant. Warum das so sein wird, sagt er nicht. Also warum Schmerzen heute, morgen in Freude umschlagen werden, sagt er nicht. Das ist so eine Art Glaubensbekenntnis. Wie die Frömmler, die glauben, wenn die Welt jetzt untergeht, kommt morgen das Paradies. Oder wie diese Flagellanten, die glauben,
Wenn sie sich auspeitschen, sind sie dem Himmelreich näher. Ein reines Glaubensbekenntnis ohne jedes Argument. Ja, und das war 2011. Da konnte man dieser Meinung meinetwegen noch sein. Aber jetzt, 2014, hat man ja immerhin 3 Jahre Erfahrung. Und da sollte man doch einfach sagen, ausprobiert, gescheitert, Elchtest in der Wirklichkeit nicht bestanden, weg damit. Und es ist ja auch klar, wenn man zum Beispiel Druck auf Lohnniveaus ausübt, mit dem Ergebnis Lohnreduktion da, Einkommensstagnation dort und praktisch überall, man also die Nachfrage nach all den schönen Gütern, die wir potenziell produzieren können, reduziert und die Staaten und die Regierungen dann auch noch sparen. Ja, woher soll denn dann ein Aufschwung kommen? Und gern wird dann meist dazu gesagt, aber die Unternehmen, wenn man deren Kosten drückt, wenn man deren Investitionsbedingungen verbessert, deren Gewinnaussichten mit der berühmten Arbeitsmarktflexibilität und anderen wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen und Steuergeschenken, Steuerwettbewerb, wie es so Diebsnationen wie Luxemburg praktizieren und das Kapital nur ja nicht schreckt, weil das Kapital, das ist ja so ein Mimöschen, das ist so leicht geschreckt, dann werden die wie wild investieren und Arbeitsplätze schaffen und den Aufschwung schaffen. Aber werden sie natürlich nicht, weil die wissen natürlich auch, sie können investieren und sie können neue Produkte entwickeln und die Produktion der bisherigen Produkte verbessern oder ausweiten. Nur wozu sollen sie das denn machen, wenn sie wissen, gleichzeitig im nächsten Quartal oder im nächsten Jahr haben die Leute weniger Geld in der Tasche und werden damit diese wunderschönen Produkte nicht kaufen können. Das wissen sie ja. Also werden sie, wenn man deren Gewinnaussichten derartig trübt, natürlich nicht investieren und nicht Arbeitsplätze schaffen. Also die sind ja auch nicht deppert. Niemand oder nicht so viele wie möglich wäre, investiert in einer depressiven Ökonomie. Und das ist der Grund, warum Austerität nicht funktioniert. Also der westliche Kapitalismus ist seit 2008 und Europa nochmal im Besonderen in einer Epoche des, wie Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, das nennt, Permanent Slump, des permanenten Niedergangs. Das muss man endlich mal begreifen. Man muss endlich mit offenen Augen die Dynamik dessen sehen, was uns Kurven wie diese zeigen. Und ich sage ja nicht, dass man das mit einer einzigen Maßnahme allein so leicht ändern würde können. Da braucht es dann schon ganz viel. Ja, auch Stärkung von Unternehmen, ein Aufräumen bei den Banken, sehr viel mehr Geld in Forschung und Entwicklung. Nicht, weil sich das schon nächstes Jahr positiv auswirkt, aber weil sich das für Innovationen in 3, 4, 5, 6 oder 10 Jahren positiv auswirkt. Ja, klar, selbst das Richtige wird nicht schon morgen Früchte tragen. Aber eins bräuchte es schon und vor allem massives ökonomisches Einspringen der Staaten und Regierungen, um die Wirtschaft anzukurbeln, statt rigide Konsolidierungskurse, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen.